und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Kaninchen bei der Körperpflege unterstützen könnt. Das heißt insbesondere Krallen schneiden, die Geschlechtsecken säubern und auch um den Popo herum rasieren, falls es nötig ist. Wenn ihr da am Ende des Videos noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Also zum Krallenschneiden vorne würde ich mir das Kaninchen so auf den Schoß setzen, Decke drunter, damit er nicht zwischen meine Beine rutschen kann und Sicherheit hat. Hinten lege ich meinen Arm drum, damit er nicht nach hinten abhauen kann. Und vorne kann man immer mal streicheln oder auch ein Leckerli geben, dass er etwas abgelenkt ist und das Krallenschneiden mit etwas Schönem verbindet und nicht nur als Quälerei empfindet, ne? Dann mache ich das bei den Vorderpfötchen so. Ich habe jetzt eben gerade schon geschnitten. Ich will jetzt nur noch mal zeigen, worauf ihr achten könnt. Dann nehme ich mir die Pfote einfach so, ziehe die Haare ein bisschen zur Seite und schneide dann möglichst waagerecht zum Boden. Wenn es gar nicht anders klappt, auch mal ganz gerade. Ne, wenn man einfach nur so dran kommt oder von unten, dann macht es eben so, aber am besten funktioniert es für die Kaninchen hinterher zum Hoppeln, wenn man versucht, waagerecht zum Boden zu schneiden. Dann muss natürlich immer ein bisschen Platz sein zwischen dem, was ihr abschneidet, und dem Blutgefäß. Also ich sag jetzt mal so 3 mm vielleicht lasst ihr Platz zwischen dem Blutgefäß und der Schnittstelle, damit ihr das Kaninchen nicht verletzt und sie keine Schmerzen haben dabei. Das kann nämlich sonst auch bluten. Wenn es passiert, ist es nicht so schlimm. Einfach ein bisschen abtrocknen. Vielleicht habt ihr Hautdesinfektionsspray. Dann könnt ihr das da dran geben. Aber ansonsten eigentlich braucht ihr das nicht. Die Kaninchen lecken sich das sowieso dann trocken. Und das hört auch relativ schnell wieder auf. Also versucht einfach ein bisschen Platz dazwischen zu lassen. Ne? Bei den hinteren Pfoten funktioniert es bei Finn am besten. Das müsst ihr aber mit eurem Kaninchen ausprobieren, wenn er eben so sitzt, mit dem Rücken ganz fest an meinem Bauch und die Pfötchen hier eben so abstehen, dann komme ich auch am besten dran. Ich muss die Pfote nicht zur Seite wegziehen und kann dann hier ganz entspannt die Krallen schneiden. Wenn das nicht klappt, holt euch jemanden dazu, der hilft, dass einer hält, der andere schneidet. Das ist eigentlich ja, so haben wir das am Anfang gemacht. Jetzt klappt es mittlerweile alleine. Die beiden machen das ganz gut mit. Finn macht es noch besser als Emmy. Und wenn ihr dunkle Krallen habt, dann holt euch eine Taschenlampe dazu, leuchtet einmal die Kralle an, damit ihr seht, bis wohin das Blutgefäß geht. Und ansonsten richtet euch nach den anderen Krallen. Und ganz gut zur Orientierung ist auch das Fell. Also die Krallen sollten nicht über das Fell hinausragen, sondern eben etwas ja, mit dem Fell abschließen oder sind im besten Fall sogar noch ein bisschen kürzer, je nach Blutgefäßlänge. Es kommt ja auch drauf an. Aber sonst könnt ihr euch einfach an der Länge des Fells orientieren. Also länger sollten die Krallen dann auf keinen Fall sein. Ne? So kann man da immer ganz gut gucken, wie schneide ich die Krallen am besten. Genau. Aber testet es mit eurem Kaninchen aus. So, und das sind jetzt die Krallen nach dem Schneiden. Da sieht man, ist noch ein bisschen Platz zum Blutgefäß. Ne? Genau. Dann kann er jetzt wieder richtig schön springen. Und ich entlasse ihn aufs Sofa. Na los. Super. Genau. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen. Und dann geht's gleich mit dem nächsten Thema weiter. Thank you.
So, als nächstes zeige ich euch das Säubern der Geschlechtsecken. Und zwar erstmal, wie ihr die Geschlechtsecken findet. Und es ist so, dass nicht alle Kaninchen die Geschlechtsecken selber sauber machen. Entweder sind manche Kaninchen zu unbeweglich, weil sie vielleicht schon älter sind und Arthrose haben oder andere Erkrankungen. Oder sie sind eventuell ein bisschen übergewichtig und kommen da nicht mehr dran. Also auf jeden Fall machen sie sich nicht immer so sauber, wie es sein sollte oder wie sie es vielleicht könnten, wenn sie jünger wären. Deswegen sollte man diese Geschlechtsecken auf jeden Fall kontrollieren, um zu schauen, ob da alles in Ordnung und sauber ist. Und ich mache das vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Monate, dass ich da mal gucke. Ne? Also den Popo anschauen solltet ihr natürlich sowieso immer, vielleicht einmal täglich kurz anschauen, ob da alles in Ordnung ist, die Kaninchen keinen Durchfall haben. Ne? Genau, und zwar setzt ihr die Kaninchen dafür am besten hin und zwar ein bisschen nach vorne, ne, mit dem Rücken an euch dran, nicht auf den Rücken legen und dann sucht ihr euch erstmal das Hinterteil. Ne? Hier ist der Popo, das sieht man da schon ganz gut und daneben sind die Geschlechtsecken. So, und zwar hier die Spalte. Daneben könnt ihr die Geschlechtsecken sehen, rechts und links neben dem Popo. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich euch das am besten auf die Kamera bringe. Ja. Ups. So. Und zwar hier, genau. Jetzt könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Rechts und links neben dem Popo. Da sind die Geschlechtsecken. Und ich habe mir hier schon einen kleinen Eierbecher mit Olivenöl hingelegt, um dieses Sekret, was sich da angesammelt hat, jetzt zu entfernen. Und zwar reißt ihr das nicht einfach raus mit einer Pinzette, sondern nehmt euch ein Wattestäbchen mit Olivenöl getränkt. Und damit könnt ihr das sehr gut entfernen, ohne dass ihr den Kaninchen wehtut. Also das habe ich hier schon einmal eingeweicht. Dann halte ich hier die Haare ein bisschen zur Seite und gehe da ganz vorsichtig lang. Und dann kommt auch das Sekret schon raus. Sieht jetzt natürlich ein bisschen ekelig aus. Erschreckt euch nicht. Na, na, jetzt will es nicht. Mal her. So. So sieht das aus, was man da eben rausholt. Das stinkt auch ein bisschen. Aber ja, das sollte da natürlich nicht dauerhaft bleiben. Deswegen schaut auf jeden Fall, wie das bei euren Kaninchen ist. Ist die Ecke sauber? Ist sie nicht sauber? Wenn nicht, dann helft ein bisschen nach. So. Und einmal auch auf der anderen Seite. Da sieht das besser aus. Da habe ich jetzt nicht so viel Sekret. Das ist einfach nur ein bisschen schmierig. Mache ich trotzdem einmal sauber. Genau. So, dann zeige ich euch jetzt nochmal den gesäuberten Zustand. So sieht das jetzt aus. Na, da ist jetzt nichts mehr drin. Da seht ihr auch dann die Drüse ganz gut. Und ja, so könnt ihr die Geschlechtsecken eurer Kaninchen sauber machen. Bekommt der Finn jetzt wieder eine Erbsenflocke dafür. Ja, super gemacht. Und dann ist er entlassen für heute. So, jetzt haben wir hier unsere Emmy. Was natürlich immer wichtig ist anzuschauen bei euren Kaninchen, sind die Augen. Tränt da was? Ist da vorne was Weißes dran? Oder sind sie stark gerötet? Das solltet ihr euch anschauen. In die Öhrchen könnt ihr mal reingucken. Sehr viel sieht man da ja meistens nicht, aber vielleicht sieht man da schon mal eine Rötung oder einen Schorf. Da kann man ja immerhin schon mal drauf achten.
Außerdem kämme ich natürlich die beiden beim Fellwechsel jeden Tag. Das ist besonders bei Finn nötig, bei Emmy nicht so. Die hat kaum Fellwechsel, die hat ja ein besonderes Fell. Und deswegen ist eben das Rasieren bei ihr auch nötig. Ansonsten auch vorne die Schneidezähnchen kann man sich mal anschauen, wenn man hier den Mund so ein bisschen auseinanderzieht vorne. Dann sieht man die Zähnchen, sind sie schief, stehen sie auseinander oder ähnliches. Ne? Ist der Biss ganz schief, der Unterkiefer zum Beispiel verschoben zum Oberkiefer. Die Backenzähne sieht man natürlich gar nicht dabei, aber immerhin schon mal die Schneidezähnchen. Dann natürlich auch am Näschen. Ist da irgendwie ein Ausfluss zu sehen oder ist da alles in Ordnung? Ne? Das sind so Sachen, wo ihr immer mal nachschauen solltet. Genau, bei Emmy das rechte Auge tränt, das wissen wir ja, der Tränen-Nasen-Kanal ist verstopft. Den spülen wir auch regelmäßig. Das zeige ich jetzt hier nicht nochmal im Video, weil ich das ja in einem Extra-Video schon mal gemacht habe. Dann kann man sich natürlich den Popo anschauen, ne, ob der sauber ist, da alles gut ist. Und bei Emmy sieht man jetzt vielleicht, ist das Fell sehr, sehr lang. Am Bauch und auch am Popo so ein bisschen. Das heißt, sie kann sich da nicht so gut sauber machen. Und deswegen rasieren wir sie da regelmäßig, weil es eben auch schnell verfilzt hier unten am Popo. Und wenn sie sich dann da in ihre Toilette setzt und Pipi macht zum Beispiel, dann wird sie da schnell dreckig. Bei Emmy ist es so, dass sie sich sicherer fühlt auf einer festen Unterlage. Sie mag das nicht so gerne auf dem Schoß. Deswegen machen wir das jetzt hier. Und ich setze sie dafür auch ganz nah an mich dran, um jetzt ihren Popo zu rasieren. Ich mache das mit diesem Rasierer. Den finde ich persönlich sehr gut. Der ist sehr klein und sehr leise. Und so komme ich da eigentlich überall ganz gut mit dran. Und Emmy lässt das auch einigermaßen gut mit sich machen. Mal gucken, wie es jetzt klappt. Vielleicht per Vorführeffekt dann doch nicht so gut, aber wir schauen mal. Genau. Das machen wir jetzt mal, um das Verfilzen eben zu verhindern. Ne? Und damit sie sich besser pflegen kann, rasiere ich ihr jetzt Bauch und Popo. Auf keinen Fall sollte man zum Beispiel die Pfötchen rasieren, weil sie da sowieso nicht so viel Fell haben und unsere beiden eh schon Pododermatitis. Von daher ist natürlich jeglicher Schutz der Haare da super gut und wichtig. Also die auf keinen Fall rasieren. So, und hier sieht man es vielleicht auch ganz gut. Hier hinten sitzt diese Verfilzung häufig. Ein bisschen kahl sieht sie hier vorne aus, weil sie vor ein paar Tagen scheinschwanger war und da hat sie sich das Fell rausgerupft. Hier hinten am Popo zum Beispiel, da riecht es jetzt auch ein bisschen nach Pipi, weil es eben, wie gesagt, eine leichte Verfilzung ist da an der Stelle und sie sich natürlich da auch nicht gut kämmen lässt. Aber ja, daran merkt man eben, sie kann sich da schlecht säubern und setzt sich dann, da sitzt ja eben Pipi, wenn sie eben in der Toilette sitzt, selbst wenn die gerade gesäubert ist, aber ja, das ist dann da eben ein bisschen schwierig. So, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Ich zeige es euch einmal noch in die Kamera. So sieht das da hinten jetzt aus. Da könnt ihr vielleicht erkennen, warum ich das mache. Und das ist natürlich nicht kahl geschoren. So soll es ja auch auf keinen Fall sein. Jetzt ist sie sauer. Sondern einfach, um ihr die Pflege zu erleichtern. Und auch damit wir zum Beispiel an die Geschlechtsecken drankommen oder auch schneller sehen, ob der Popo sauber ist. Oder sollte sie mal Durchfall oder matschigen Kot haben, können wir da schneller sauber machen, falls es nötig ist. Also ja, genau, will sie jetzt nicht. Ich zeige euch noch mal eben die Pfötchen. Ne, unten drunter sieht man jetzt nicht ganz so gut mit der Pododermatitis, aber deswegen sehr empfindliche Stellen auf keinen Fall unter den Pfötchen rasieren. Nur eben an solchen Stellen, wo Verfilzungen sind, na, wenn es um den Popo herum ist. Genau. Wonach man auch schauen sollte, ist, ob die Kaninchen
einen schiefen Mundwinkel haben, wenn man von vorne so drauf schaut, ob sich eine Seite stark nach oben zieht. Das kann dann auf eine Otitis hindeuten oder auch Zahnprobleme. Eine Otitis ist ja besonders bei Widderkaninchen ein Problem. Das ist eine Ohrenentzündung, die häufig auch nicht durch bestimmte Symptomatiken erkannt werden. Die Kaninchen können fröhlich aussehen, hüpfen, springen, fressen ganz normal und trotzdem eine Otitis haben und damit auch starke Schmerzen. Also ich würde euch empfehlen, falls ihr Widderkaninchen habt, definitiv ein CT machen zu lassen, um ganz sicher zu sein, dass sie keine Ohrenentzündung haben. Es gibt auch vorbeugende Maßnahmen, die man da machen kann, die Ohren spülen zum Beispiel. Da gibt es auf YouTube auch andere Videos dazu. Das ist jetzt bei unseren beiden nicht nötig. Da kann man nämlich von oben komplett reinschauen, weil sie ja Stehöhrchen sind. Und man kann auch bis aufs Trommelfell durchgucken. Das heißt, da ist auf jeden Fall keine Entzündung vorhanden. Aber das kann man ja bei Widderkaninchen eben nicht sehen, wenn man in die Ohren schaut. Auch der Tierarzt nicht. Genau, das wollte ich noch abschließend an der Stelle sagen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video geholfen und auch gefallen. Ihr konntet hoffentlich alles erkennen, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und auch weiter Videowünsche äußert, wenn euch da was zu einfällt. Bis zum nächsten Mal!